Ich bin Angelika Moser, ich bin 24. Ich komme aus Anderfingen im Kanton Zürich. Ich bin Stabhochspringer. Meine Kollegen würden sagen, ich bin ungeduldig, verrückt und nicht ganz normal. Ein random Fact über mich ist, dass ich zwar Stabhochspringerin bin und trotzdem Höhenangst habe. Ich habe als ganz kleines Mädchen angefangen mit Kunstturnen. Und so wirklich den Wechsel in Stabhochsprung habe ich dann eigentlich erst 2013 gemacht. Mein grösster Erfolg ist der Hallo-Europameistertitel im 2021. Meine persönliche Bestleistung ist 4,75 Meter. Meine nächste Ziel, also in diesem Sommer, ist sicher die WM und die EM. Und das Fernziel natürlich sicher Paris 2024. Der grösste Support bekomme ich hauptsächlich von meiner Familie, aber natürlich auch von meinem ganzen Umfeld und meinen Kollegen. Mein peinlichste Turnerlebnis ist passiert am eidgenössischen Turnfest in Bier. Dort bin ich als Kunstturnerin am Wettkampf und habe im Einturnen 2,5 schon überturnet. Aber ich habe so viel Schwung gehabt, dass ich eigentlich direkt mit dem Bauch auf den Kampf richtig Tisch gemacht habe. Also als Tipp für Anfänger, die das erste Mal mit dem Stabhochsprung machen, jetzt am FTF, versuchen den Stab nicht zu heben wie der Hank, sondern richtig. Und dann haben einfach Spass und versuchen nicht zu viel Angst zu haben. Ich bin Werbeträgerin für das RTF 2022 in Wiesentangen. Aber jetzt geht es zuerst zurück ins Training. Wir sehen uns im Turnier.